Ballons. Fett oh. wegräumen. So. Hört mir genau zu. Das ist wichtig, weil die Regeln sind einfach, aber ihr müsst sie dann auch so umsetzen. Oh, wow. Kommt ruhig nach vorne. Mhm. Ihr müsst eure 5 Luftballons ohne Hände und Arme in diese Wäschewanne befördern. Yes. Ihr müsst im Stehen spielen und dürft die Ballons nicht einklemmen. Ich mache gleich mal ein bisschen was vor, was ihr nicht machen dürft. Okay. Wer als Erster die Glocke drückt, logischerweise, und die Ballons alle in der Wanne sind, gewinnt einen Durchgang. Und wer als Erste 3 Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Also, ja? Ich höre zu. Also, Hände, ne? Nicht erlaubt. Arme auch nicht erlaubt. Ihr dürft natürlich schießen. Einklemmen bedeutet, ihr dürft weder so machen und da so hinlaufen. Schade. Okay. Nee, ihr dürft auch nicht so hoch spielen und versuchen, das mit dem Knie einzufangen, auch nicht. Einfach gar nicht einklemmen. Immer nur schießen, wenn es geht. Und ihr dürft nicht die Balance der Gegnerin wegballern. Ja, das machen wir nicht. Ja, als ob. Wo sind wir denn? In der Probe, da ging hier einiges. Da haben wir gesagt, nee, das ist nicht erlaubt. Also, schießen am besten, hochhalten, aber nicht Hände, Arme und nichts einklemmen. Okay. Okay? Yes. Können wir reinsteigen? Ihr könnt reinsteigen, ihr könnt auch... Nicht reinsteigen. Auch gleich lostreten mit mehreren Ballons, das ist völlig egal. Okay. Nur halt nicht, warte kurz, Mozzi. Nur nichts einklemmen, kein Ballon einklemmen. Okay. Okay? Yes. Los. Oh, wow. So, also, jetzt hier die Sache auch mal wieder ganz einfach erklärt. Und wie es in der Ausführung wird, werden wir gleich sehen. Also, wie leicht gehen sie rein? Da muss man ihn leicht anlüpfen und dann reinbringen. Und wir sehen es schon, es scheint nicht ganz einfach zu sein. Ja? Also, wie gesagt, den Ballon darf sie nicht anfassen, aber den Korb natürlich, das ist überhaupt kein Problem. Alles gut, Mozzi, kein Problem. Das war kein Vorteil. Laura hat einen schon im Korb, einen Ballon. Ja, da nimmt sie ihn so ein bisschen mit, völlig egal. Ja, aber... Und sie hat so die kleinen Probleme mit der Spitze jetzt, ne? Und dann bleibt er doch noch an dem Korb hängen, während drüben Laura das eigentlich nicht schlecht macht. War schon unmittelbar in der Nähe des Korbes. Aber beide eben mit der gleichen Herangehensweise, jeweils immer nur einen. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Einfach mal gegentreten bei Laura. Dort, dann wird er so ein bisschen reflektiert. Abgewiesen also. Shit. Ja, und Mozzi drüben hat jetzt auch so ein bisschen die Technik gefunden. Und Laura, da ist die Ruhe plötzlich wieder weg, die sie zuvor hatte bei diesem ersten Ball. Und Mozzi versenkt den dritten. So, die anderen sind allerdings noch unterwegs. Ja, mal gucken, nicht, dass noch ein so ein Ballon die Treppe hochgeht oder so. Aber egal, ja. Wind wird höchstwahrscheinlich nicht sein hier im Studio gerade. Und Laura kämpft immer noch, während Mozzi jetzt nur noch einen Ballon hat. Wie gesagt, es geht um den ersten Durchgang. Manchmal ist es vielleicht auch so, dass man nur ein bisschen den Fuß gegenhalten muss. Man muss da gar nicht immer kicken. Nur so ein bisschen. Ich glaube, so macht es Mozzi Mabuse auch. Ja, und das ist dann natürlich auch zum Mäusemelken, ne? Wenn es plötzlich nicht weitergeht. Ist das der erste Durchgang für Mozzi? Oh, Krampf ist nicht gut. Ich habe einen Krampf im Fuß. Oh, okay. Ist okay. So. Laura, tut mir hier schon fast leid. Wie lange kämpft sie denn schon mit diesem einen? Und nicht, dass der Korb umfällt. Nein. Das wäre ja schlimm. Und der war doch auch schon drin. Nein. Und der kommt immer wieder raus. Was ist mit diesem blauen Ballon dort los? Aber wirklich. Laura und der blaue Ballon. Vielleicht ein neues Buch von ihr dann. Schöner. Oder? Laura und der blaue Ballon. So, aber Mozzi hat ein verwandtes Problem gerade. Nur, dass es ihr letzter ist. Leute, 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 das Glöckchen. Scheiße, diese Geschicklichkeit ist okay. Erster Durchgang, Mozzi, geht's. 3 muss man gewinnen. Ist okay. Ich gebe mein Bestes. Was war da los? Wenn es vielleicht nicht klappt, einen anderen nehmen. Du meinst, es lag am Ballon? Nee, aber dann, damit man vielleicht wieder, wieder reinkommt, den Kopf frei bekommt. Hier, sehr gut gespielt. Wenn Laura ein bisschen rüber geguckt hätte. Ach so, ich gucke jetzt einfach mal ganz entspannt.
1-0 für Mozzi, sehr gut gespielt. Los, weiter. So, ich finde übrigens, heute haben wir viele Spiele, wo die Glocke geläutet werden muss. Ja. Also schon wieder. So, wenn Sie sich das Ganze vielleicht jetzt erst dazugekommen sind, dann nochmal anschauen wollen bei Join, können Sie das ja nochmal tun, wenn Sie sehen, wovon ich rede. So, nee, Mozzi hier wieder und Laura kämpft und kämpft und der blöde blaue Ballon. Ja, aber sie tritt auch immer gegen sie. Hofft, dass er auch dadurch ein bisschen hochkommt. Beide jetzt. Zack, so drin. Wunderbar. Die Technik machen jetzt beide. Sie rollen sie sozusagen am Korb hoch. Aha. Also, diese Kick-Variante funktioniert nicht ganz so. Sehr gut. Mozzi rollt ihn auch hoch. Ja, du darfst den Korb doch anfassen. So. Korb darf sie anfassen. Den Ballon nicht. Ach so, Korb ja, darf klar, sie anfassen. Korb, ja. Das war eine Art Automatik, in die sie gerade geschaltet hat. So, und Mozzi rollt hier einen nach dem anderen rein. Aber wie gesagt, wir sind erst im zweiten Durchgang. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jawohl. Also hier, zweiter Durchgang. Und das läutet. Keine Chance. Ich glaube, die beiden werden die Glocken ab sofort Hells Bells nennen. Ja, knapp. Nicht, dass du dadurch dann noch verkackst. Yes, yes, yes. Was, wieso, wodurch? Ja, sie macht die Glocke immer nicht. Sie ist fertig und rennt einfach weg. Und du spielst weiter, theoretisch. Wenn sie... Ja, aber ich hatte ja da noch einiges zu liegen, sag ich mal. Brauchst du gleich irgendwas? Alles gut. Ich hab, erstmal noch gut? Nachher gleich. Nachher. Das Spiel erstmal noch durch? Okay, du brauchst die Beine noch auf jeden Fall. Aber 2-0. Nächster Durchgang. Wenn Mozzi den gewinnt, Spiel gewonnen. Sorry. Kein Problem. Alles klar bei euch? Dann los. So, in der Show, wie gesagt, falls Sie gerade erst zu uns gekommen sind, steht es 18-18. Hier Mozzi mit den schnelleren Ballons beim Versenken im Korb. Das macht sie wirklich sehr, sehr stark. Und Laura verzweifelt davon. Sie wird noch Nacht von diesem blauen Ballon träumen, vermute ich fast. Er wird mich verfolgen im Traum. Ja, ne? Da ist er drin. Ja, das wird kein schöner Traum. Wobei, ne? Mozzi hat also die Chance, in der Show jetzt in Führung zu gehen. Aber Laura hat noch einen anderen Plan. Die will ja das große Comeback in diesem Spiel. Und dazu müssen aber blaue Ballons in den Korb. Ja. So, einer ist dort hinten noch unterwegs. Also, das ist noch nicht der Letzte. Come on, come on, come on. So, spielt dort sehr fair um den roten Ballon drumherum. Laura, Mozzi, wirklich dieses Eintüten in den, ist das wahrscheinlich ein Wäschekorb, oder? Das macht sie hervorragend. Aber auch Laura, aber Lauras Form kommt einfach zu spät, fürchte ich. Oh. Oder? Jawohl, das hat drin, Mozzi! Und sie läutet! Wieder zu spät, aber sie läutet! Ja. Da schreit selbst Laura die Glocke. Ich vergesse. Sehr gut. Sehr stark. Ist im Kampf ohne hier unter. Ich habe bei dem ersten Spiel beim Springen ein bisschen komisch auf. Okay. Und dann zieht das bis hier und dann. It's okay, whatever. Okay. Das ist so. Trink auf jeden Fall was. Yes. 9 Punkte gab es für dieses Spiel und es steht jetzt. 27-18. Hinterlass ein Abo und aktiviere die Glocke.